1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 50 50. Hallo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute ausschließlich im Radio. Das ist unsere Montag, Rosenmontag-Ausgabe, obwohl Rosenmontag ja schon fast vorbei ist. Nicht fast vorbei ist, sondern ist vorbei. Aber für mich ist irgendwie noch Rosenmontag. Schön, dass ihr da seid und wir können uns unterhalten. Heute, wie immer montags, über alles Mögliche, Unmögliche. Also über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? Nochmal die Telefonnummer 0800 220 50 50, Faxnummer 0800 220 50 51 oder die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht, der heißt Martin und ist 51 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, Tag Domian. Ja, Martin. Hallo Martin. Ist ja schön, dass ich dich mal bekomme. Ja. Es geht mir also um Folgendes. Ich bin jetzt 51 und hatte also noch niemals eine Beziehung zu einer Frau. Ja. Und ich habe auch 6 Therapien gemacht in der Vergangenheit und ich habe auch mehrere Gespräche geführt mit der Telefonseelsorge und es hat sich letztlich eine Sache herauskristallisiert, woran das bei mir liegen könnte. Ja, und? Aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sage ich auch liegt. Ja. Und es liegt also daran, dass, ich muss also vorne wegschicken, ich bin also ein Busenfan. Ja. Und, halt, bevor du jetzt alles erklärst. Ich will noch, du sagst, du hast keine Beziehung gehabt bisher. Ja, ich war natürlich bei Prostituierten gewesen, in der Vergangenheit das schon. Das heißt, sexuelle Erfahrungen hast du ja, schon gemacht. Ja. Gab es denn schon mal so kleinere Affären mit Frauen? Außer einer, die allerdings schon über 20 Jahre zurückliegen. Ja, Affäre auch nicht. Also da war ich bei den Eltern eingeladen, da kam es also auch nicht zu dem von mir gewünschten sexuellen Kontakt, ja, weil da die Frau vor ihren Eltern da Angst hatte, weil sie mit ihren Eltern da zusammen wohnt. Also, Achso, im Klartext, die Verbindung zu Frauen, auch auf sexueller Ebene, haben nur stattgefunden, ja, mit nur Prostituierten. Stattgefunden bei Prostituierten, ja. Prostituierten. Okay. Mhm. Und jetzt wurde mir also gesagt, und es hat sich da herauskristallisiert, also über, es würde daran liegen, weil alle Frauen, also ich kann, also ich habe es auch des Öfteren jetzt auch in den letzten Wochen versucht, mit meinen Blicken mich einzuschränken, da nicht auf den Busen zu sehen, besonders also wenn Frauen so tiefe Dekolletés haben oder ja, sogar wie in Mallorca oben ohne liegen. Ja. Wie Mallorca. Ja, ich habe es also versucht, meine Blicke zu. Okay, jetzt sag mir mal den Grund, was die Leute vermuten oder was der. Nein, es wird also jetzt Folgendes gesagt. Also selbst wenn ich das auch noch schaffe, meine Blicke zu zügeln und selbst wenn ich also auch keine Komplimente machen, trotz allem soll intuitiv für die Frauen durchscheinen. Trotz allem wissen die Frauen, haben ein Feeling dafür, dass ich A, auf Busen stehe und B, dass es bei mir zunächst auf sexuellen Kontakt hinausläuft. Also sagen die Psychiater. Sagen die Psychologen. Nur, ja, die Psychiater also noch nicht mal. Die haben mir da auch gar keinen klaren Rat gegeben. Ja, aber du hast gerade. Sag die Telefonseelsorge. Ja gut, die Telefonseelsorge kann das vielleicht auch nicht so diagnostizieren, woran das liegt. Und ja, aber und jetzt wird mir also gesagt, also ich habe das also auch mehrmals versucht, auch in der Vergangenheit mehrmals versucht, mich zu zügeln. Ich muss ganz offen bekennen, es gelingt mir nicht. Aha. Also, das heißt, halt. Im Klartext heißt das, so wie du das jetzt schilderst, dass du zu, ich sag's jetzt mal ein bisschen unhöflich, dass du zu sabbernd durch die Welt gehst und die Frauen irgendwie zu anzüglich anguckst. Habe ich das richtig verstanden? Ja, oder beziehungsweise Komplimente machst. Ich finde diese Komplimente noch im Rahmen, ja, aber die Frauen meinetwegen dann nicht mehr. Ja, was sagst also du denn? Zum Beispiel, da ich dann, also dein sexy Busen zieht mich total an oder so. Also, du gehst also auf der Straße und einfach eine fremde Frau sagst du, hey, dein sexy Busen zieht mich an. Ja, zum Beispiel. Ist natürlich ein bisschen krass, ne? Würde ich als Frau auch zusammensteigen und denken, oh, was will denn der? Der sagt gar nicht mal guten Tag, der sagt sofort, dein sexy Busen zieht mich an. Aber selbst wenn ich das, selbst wenn ich das nicht getan habe, selbst wenn ich mich da gezügelt habe, selbst wenn ich mich bescheiden habe, ja, komme ich aber trotzdem nicht zu Zuge. Es ist mir dann so gegangen, in der Vergangenheit war ich also sehr, sehr schüchtern gewesen, so ja, mit 18, 19, 20. Und ich muss also sagen, ich war ein Spätzünder, was das anbelangt. Ich hatte früher auch einen starken Sprachfehler, ich schieb das alles darauf.
und dass ich damals bei den Mädchen in meiner Volksschulklasse nicht angekommen bin. Ja. Und da war ich also, wie gesagt, ein ziemlicher Spätzünder und da hat es aber auch nicht geklappt. Oder auch im vorgerückten Alter hat es also auch nicht geklappt. Das habe ich auch verstanden. Wie gesagt, die Frauen würden das merken. Gut, das habe ich jetzt, lass mich mal fragen, das habe ich schon verstanden. Wenn du sagst, dass du 6 Therapien gemacht hast, ja, hege ich die Hoffnung, dass dabei was rumgekommen ist. Da muss die doch Hoffnung habe ich allerdings selbst nicht. Die hast du nicht? Aha. Das heißt also, letztendlich hat dir das gar nichts gebracht, diese 6 Therapien. Ich bezeichne das jetzt so, ja. Mhm. Abschließend. Das ist ja frustrierend, ne? Ja. Das ist wirklich frustrierend. Da ist jemand, der Hilfe sucht, der wirklich offensichtlich ein Problem hat, ein Beziehungsproblem, auch mit Menschen, auf Frauen zuzugehen. Ja. Und es kommt nichts dabei rum. Das finde ich erschütternd. Ich war sogar bei der katholischen Beratungsstelle und der hat sich höchstens 3 Mal mit mir unterhalten und sagte dann, ich kann Ihnen nicht helfen, Sie sind ja offenbar nicht bereit. Der wusste also auch, der konnte mir das auch nur sagen, ja, ich würde die Frau nicht als Mensch wahrnehmen. Da habe ich gefragt, ja, und selbst wenn ich sie als Mensch wahrnehme, dann hat es ja trotzdem nicht geklappt. Oder wenn ich glaubte, sie als Mensch wahrgenommen zu haben. Und danach war dann auch, ja, sagt er, dann kann ich Ihnen nicht helfen. Ich habe keinen Rat für Sie. Auf Wiedersehen. Wie sieht denn dein Leben sonst so aus? Hast du Freunde? Nein. Hast du einen Beruf? Ich war mal Beamter, ja. Du warst mal Beamter. Bist du jetzt irgendwie Rentner schon? Oder momentan was? Bin ich noch im Pensionszustand, ja. Ich strebe allerdings wieder an, da wieder reinzukommen, durch Prozesse etc. Ah, gut, ein anderes Thema. Du sagst, du hast keine Freunde. Dann stelle ich mir dein Leben sehr einsam vor. Ist das so? Ja, ich habe das so gemerkt heute wieder. Ich meine, alle sind da zusammen in irgendwelchen Grüppchen. Ich bin jetzt auch, ich habe so in der letzten Zeit mich einem Single-Verein angeschlossen, wollte da auch hinfahren, da hatte aber der KVB-Bus im Betriebsschaden und da habe ich das also dann aufgegeben, vielleicht hätte ich dann doch hinfahren sollen, obwohl ich ein bisschen auswärts wohne. Ich ist zwar noch Köln, aber ein bisschen auswärts. Aber wie gesagt, da habe ich mich dann heute sehr alleine gefühlt, weil ich da auch nicht immer weiß, ja, wie sage ich es meinem Kind? Also, und dann, wenn ich das mal getan habe, dann wurde mir vor ca. 8, ist das aber schon mindestens 6 Jahre her, da wurde mir dann gesagt, du suchst Anschluss. Ne? Da haben mir also 2 Frauen so höhnisch, zynisch gesagt, du suchst Anschluss. Also du kannst dir natürlich vorstellen, wenn du schon 6 Therapien hinter dir hast und mit so vielen Leuten gesprochen hast, dass ich jetzt im ersten Moment hier auch natürlich völlig ratlos bin, nach dem, was du jetzt erzählt hast. Ja, nur ich kann und, es auch andererseits, sag ich mir, wenn du jetzt sagst, das ist ein bisschen happig, auf Frauen so zuzugehen. Ich kann mir aber auch selbst, ich bin dann so davon fasziniert, sag ich jetzt mal, dass ich dann auch schon mich nur sehr, sehr schwer dann, sag ich jetzt mal, zügeln kann. Ist mir klar, aber so kannst du es natürlich, kannst du es hier von der Backe katzen, so wirst du keine Frau und keine Beziehung finden. Das verschreckt. Wenn ich mich also bescheide, ich sag ja, wenn ich mich wirklich bemühe, auf dem, ich sag jetzt mal, gesellschaftsfähigen Rahmen das zu tun, dann sagen Frauen wohl, ja, sie kommen und kommen nicht. Das ist also meine früheste Erfahrung, so als ich so 25, 26, 27 war. Gut, aber es hat wohl Frauen gegeben, die gesagt haben, sie kommen. Gut, Martin, und sind allesamt nicht gekommen. Ja, gut, aber das kannst du ja nun nicht verallgemeinern, dass alle Frauen so sind. Ich glaube ganz einfach, dass ich meine, du bist 51, das heißt, das hat sich jetzt schon so eingebrannt, dieses Verhalten, was wahrscheinlich sehr schwierig ist, das rauszukriegen. Dass das Allerbeste ist, um Beziehungen und Kontakte zu knüpfen, immer sich in ein normales Umfeld zu begeben. Das heißt, wenn du da in deinem Single-Club bist, finde ich schon mal gut. Wenn du in einem Karnevalsverein wärst, wäre vielleicht noch besser. Oder da ist es dann auch so, dass dann, ich sag hier, es soll dann relativ für alle Frauen sofort herausgefiltert werden. Also alle Frauen würden herausfiltern, aha, der will ja letztlich nur das eine. Ja, wer sagt dir das denn? Obwohl alle anderen Männer, wer sagt das dir das jetzt denn? Mal auch. Wer sagt dir das denn? Ja, das... Red dir das doch nicht selbst ein. Wenn dir das sind meine Erfahrungen. Ja, wie deine Erfahrungen? Die negativ sind. Ja, gut. Dann hast du halt bisher schlechte Erfahrungen gemacht und vielleicht liegt es insofern auch an dir, weil du ein bisschen zu plump an die Frauen herangegangen bist. Ja, aber wenn ich jetzt nicht plump rangehe, habe ich dieselben Ergebnisse, nämlich negativ. Ja, aber andere Männer gehen auch nicht plump ran und die haben auch positive Ergebnisse irgendwann. Also muss es ja schon in irgendeiner Weise an deinem Vorgehen liegen. Ja, ich sag ja, aber wenn ich das ganz normal mache oder glaube, normal zu machen, klappt das nicht. Die Frauen sagen, ja, ich komme und komme nicht oder... Was heißt, ich komme? Wohin kommen? Ja, meinetwegen, wenn man sich treffen will. Ja. Du sagst, ich glaube es, normal zu machen.
Da ist jetzt genau die Frage, die man zum Beispiel in einer Therapie hätte erläutern können. Mache ich das normal? Gehe ich normal auf Frauen zu? Ja, ich sag ja, wenn ich mich gut unterhalten habe, zum Beispiel heute, vor einem Monat habe ich mich mit einer Frau unterhalten. Ich war dann heute, also nun war das ein bisschen schwammig formuliert. Also ich habe gesagt, also die Frau wollte es aber auch nicht anders. Nach 2:30 treffen wir uns in einer Jazzkneipe hier in Köln. Und dann war ich nach 2:30, ich war auch kurz nach 2:30 da gewesen in der Innenstadt heute und habe mir dann aber leider noch, sage ich erstmal leider, den Rosenmontagszug bisschen angesehen, den Rest. Und bin dann erst 2:30 hingegangen. Ja gut, aber weil schuld. Ich auch dachte, naja, die wird sich ja auch. Ja gut, ja, komm, mach dir, ja komm. Ja, bist du selbst schuld. Wenn die Frau eine Stunde warten lässt, ist sie weg. Ja, ja, aber ich erzählst du mir irgendwas, die Frau. Ich habe keine genaue Zeit gesagt, nach 2:30. Ja, komm, nein, jetzt so einen kleinen Kram reden wir jetzt hier nicht. Du bist ein Mann von 51 Jahren. Du kannst mir nicht erzählen, dass in den letzten 30 Jahren alle Frauen nicht gekommen sind, mit denen du dich ordentlich verabredet hast. Ja, das will ich in der Tat sagen. Ja, dann hast du was falsch gemacht. Dann liegt's an dir. Dann hast du was falsch gemacht. Dann ist das erste Ding ist, dass du dich zurückhalten musst und die Frauen nicht zu platt anmachst. Das zweite Ding ist, dass du geduldiger sein musst. Ja, wie lange soll ich noch Geduld haben? Bis ich 60 bin, dann bekomme ich erst recht keinen. Dann musst du dich anstrengen und sehen, dass du deine Fehler findest. Und du musst dich in normale Umgebungen begeben. Tu ich ja. Offensichtlich nicht, wenn du sagst, ich habe nicht mal Freunde. Das ist eigentlich schon eine traurige Aussage. Es geht ja jetzt nicht nur um Frauen. Es geht ja auch, dass du auch Männerfreundschaften hast. Und wo Männer sind, sind auch Frauen. Also dass du in Gruppen einfach reinkommst. Ja, und wenn ich mal in Gruppen bin, dann habe ich aber auch nicht so einen Anschluss. Oder wenn ich... Merkst du, halt, merkst du eigentlich, dass du immer sagst, ja, wenn, dann ist wieder ein Aber da. Und es hat immer so einen anklagenden Jammerton. Merkst du das? Ja, weil ich ratlos bin. Ich weiß nicht mehr, ich bin jetzt langsam auch verklemmt. Ja. Da ist ganz offen, ich bin verklemmt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich an eine Frau rankommen soll. Auch im normalen Gespräch nicht. Ja, jetzt drehen wir uns natürlich ein bisschen im Kreis, ne? Wenn ich dir sage, dass du dir Gruppen suchen musst, wo Menschen sind. Und da finde ich aber auch keine. Ich sag ja, jede Frau, wenn nun, ich sag, kommt noch ich kann dir keine, Anfang, ich kann und dir. Wenn jede Frau das merken soll bei mir, dann ist es ja für mich hoffnungslos. Dann kann ich mich ja drehen und wenden, wie ich will. Ja. Was soll ich dann also tun? Ja, ich habe dir jetzt gerade schon gesagt, du erwartest von einem 10-Minuten-Gespräch die super Lösung, nachdem du 6 Therapien hinter dir hast und 30 Jahre versuchst. Das ist natürlich fast ein Ding der Unmöglichkeit, Martin. Es ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ich würde fast sagen... Oder soll ich jetzt, was würdest du dann zum Schluss jetzt sagen, damit du auch zum Schluss... Zum Schluss würde ich sagen... Oder soll ich jetzt noch mal eine Therapie machen? Das wäre dann die 7. Wollte ich genau gerade das sagen. Ich wollte gerade genau sagen, jetzt... Wenn das sechsmal nicht geklappt hat, das heißt nicht, dass es beim 7. Mal klappen könnte. Das heißt, du musst dir einen guten Therapeuten und auch eine gute Therapieschule suchen. Und wie findet man die? Da helfen wir dir bei. Das können wir dir in dem Rahmen, was wir hier anbieten, dir helfen. Nämlich, wenn du jetzt gleich mit einem Psychologen sprichst. Mach es, du hast ja nichts zu verlieren. Versuch es nochmal. Ja, aber ich muss dir ganz offen sagen, von dem Psychologen halte ich auch nicht viel. Ja gut, mit so einer Haltung, wenn du dich jetzt für eine neue Therapie entscheidest, darfst du nicht mit so einer Haltung herangehen. Dann kannst du es dir gleich... Aber ich muss dir sagen, ich könnte jetzt gleich könnte ich sowieso keine Therapie machen. Da kommt, was ich eben so eher beiläufig sagte, ich plane jetzt einen erneuten Prozess wegen meiner Beamtenwiedereinstellung. Und da muss man das ja bei der, könnte das auch gar nicht selbst bezahlen. Mhm. Eine Therapiestunde kostet ja mittlerweile gut. Über 200 D-Mark. Aber D-Mark. Vielleicht haben wir noch die eine oder andere Idee. Vielleicht gibt es noch Selbsthilfegruppen, Flirtkurse oder was weiß ich. Ja, da war ich auch. Ach, nur sag bitte nicht, bei jedem Satz, den man dir vorschlägt, da war ich auch schon, das ist auch nichts. Jetzt unterhältst du dich mit meinem Psychologen. Ja, gut. Ne? Und vielleicht haben wir ja doch eine kleine Idee und es wäre schön, wenn doch so ein kleiner Anschluss noch uns gelingen würde. Wie läuft das jetzt? Werde ich dann wieder anrufen? Du legst auf und wir rufen dich wieder an. Das heißt, der Peter ruft dich an. Das ist mein Psychologe. Dankeschön. Tschüss, Martin. Tschüss. Andreas ist hier. Andreas ist 20. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Andreas. Na? Das ist schön, dass ich mal durchgekommen bin. Ich freue mich auch, dass du da bist. Und? Ja, ich bin jetzt etwas aufgeregt. Also. Um was geht's denn? Es handelt sich bei mir um, naja, so ein Beziehungsdrama, sag ich mal. Ich bin da hier so involviert in so einen Dreieckskasten, so eine Dreiecksgeschichte quasi. Mhm. Und, naja,
Ich bin eben 20 und verliebt in ein 16-jähriges Mädel, die geht noch zur Schule, macht gerade, also ist auf dem Weg auf Yabi, sich vorzubereiten. Ja. Und wir haben uns dann eben vor 3 Monaten so zufällig in der Disco kennengelernt. Ja. Problem ist, sie war da eben schon mit ihrem Freund zusammen, so 2-3 Monate. Mhm. Und aber sie hatten sich da irgendwie gerade gestritten und sie ist dann einfach so zum Spaß haben in die Disco gegangen. Da hat sie eben gleich gefunkt bei uns. Mhm. Und es ist ziemlich langsam angegangen erstmal. Also der Kontakt ist da erstmal für einen Monat wieder abgebrochen, nachdem sie gesagt hat, ja, finde ich zwar super nett und sympathisch, wir hatten uns da auch ein paar Mal getroffen und gesprochen, aber es geht jetzt einfach nicht, weil sie ist eben mit ihrem Freund noch zusammen nach wie vor und sie möchte es auch nicht aufgeben. Ja. So, und das war Dezember. Ja. Also im Oktober ist es passiert, dass man sich kennengelernt hat. Da war November wieder eine Zeit lang Ruhe. Ja. Und im Dezember ist es irgendwie wieder zum Kontakt gekommen. Wie irgendwie kommt sowas nicht zum Kontakt? Ja, ich habe sie wieder angemeldet und ein paar Mal angerufen und sowas. Und sie ist dann aber auch gleich drauf eingegangen. Und ich habe auch gemerkt, dass noch Interesse von ihrer Seite auf jeden Fall vorhanden ist. Mhm. Und naja, wenn ich es heute rückblickend betrachte, merke ich eben, dass sie es zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich ernst genommen hat. Also sie hat schon gemerkt, dass da Gefühle sind und sowas, aber eben immer wieder verdrängt. Dass sie es nicht ernst genommen hat? Sie hat es nicht richtig ernst genommen. Was hat sie nicht ernst genommen? Dich nicht ernst genommen? Genau. So. Also jetzt haben wir Februar, Ende Februar. Wie ist der Stand der Dinge jetzt? Nun war es erstmal so, dass in dem Dezember die ganze Sache wieder so abgebrochen wurde von ihrem Freund. Und zwar habe ich sie dann vor die Wahl gestellt, weil ich konnte das einfach nicht mehr mit ansehen, wie sie sich da so quält und wie mich das selber auch quält, immer dieses Hin und Her. Und habe gesagt, so kann es nicht weitergehen, jetzt treff mal eine Entscheidung. Entweder du kommst jetzt mit mir zusammen und du nimmst auch in Kauf, irgendwie mal einen Fehler zu machen, weil sie hatte immer so Angst, ihn zu enttäuschen und zu verletzen. Und wie weit war es denn schon gekommen mit euch da im Dezember? Ja, erstmal nur Sympathien, also noch nicht wirklich. Keine Ahnung, also keine Knutschereien, kein Sex. Nein, genau. Habt ihr euch denn getroffen oder war es nur? Ja, wir haben uns zweimal getroffen. Und wie gesagt, also. Kann es sein, dass du dem Mädel da auch ganz schön auf die Pelle gerückt bist und Druck gemacht hast? Ja. So hört sich das nämlich an. Sag mir mal, ich will jetzt wissen, was jetzt ist. Sag mal erstmal, was jetzt ist, ehe du es so chronologisch erzählst. Also, wir haben uns vor knapp 2 Wochen haben wir uns in der Disco wieder getroffen. Mhm. Da meinte sie aber nur, ja, nur so zum Tanzen erstmal. Du weißt ja, wie die Situation so ist und wir können uns ja auch mal freundschaftlich treffen und so. So ging es dann los, ne? Mhm. Dachte mir, ja gut, nichts dagegen erstmal. Ich will sie ja auf jeden Fall haben. Warum nicht erstmal, ne? Um sich anzutasten, um sich näher zu kommen. Mhm. Und dann haben wir uns eben zufälligerweise, sondern blöderweise in der Disco getroffen, wo man ja nun sich wirklich nicht so freundschaftlich und sowas unterhalten kann, sondern da ist es dann eben gleich zum Tanzen gekommen und so Körperkontakt und so weiter und da hat es eben richtig gefunkt. Und seitdem wurde es dann, also seitdem ist es richtig schlimm. Da hat es dann mir tagelang danach noch SMS geschickt und ständig angerufen und ich weiß nicht, was ich machen soll und ich bin total verwirrt. Du bist der Stand heute. Und heute ist der Stand so, naja, das ist halt immer wieder verdrängt. Weil ihr Freund macht ihr da ziemlichen Ärger und Stress, weil der hält das nicht durch und heult sie dann immer voll und sie kann das dann nicht mit ansehen und sagt dann immer, ja, okay, ich sehe es ja ein, wir haben so viel gemeinsam erlebt, das können wir nicht einfach so wegschmeißen und sagt dann einfach, ja. Ja, Moment, das kann natürlich auch sein, ne? Das heißt, du sagst, dass sie das immer alles so verdrängt. Vielleicht hätte das Mädel gar kein Problem, wenn du ihr nicht immer zu so nah in ihr Leben kämst, wenn du sie nicht bedrängen würdest, wenn du ihr das nicht einreden würdest. Aber du bist doch derjenige, der jedes Mal anfängt, nicht sie. Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass sie nichts dagegen hat. Sie will es ja auch irgendwie so ein bisschen. Ja, wie alt? Du bist 20 Jahre, sie ist 16 Jahre alt. Ja. Du bist ja schon der Ältere. Ja. Wenn du sehr dominant und massiv rangehst, kann man natürlich immer so einen Eindruck haben, ja, der andere, vielleicht findet sie dich ja auch ganz nett. Und mit 16 ist es auch unter Umständen schwierig, so ganz radikal zu sagen, nein, hau ab, ich habe keinen Bock auf dich oder so. Vielleicht ist sie auch ein bisschen schüchtern und scheu. Ich habe den Eindruck, so wie du das jetzt geschilderst, dass du diesem Mädchen einfach zu nahe trittst. Die ist in einer Beziehung. Die hat einen Freund. Wie alt ist der Freund? Der wird 18. Ja. Und du stichst da immer so von außen immer wieder rein
und versuchst, ihr Verhalten so in deinem Sinne zu interpretieren. Aber ich habe eigentlich nicht den Eindruck, dass ich wirklich zu sehr rangehe und zu sehr in die Offensive gehe. Eher im Gegenteil. An dem Abend zum Beispiel, als wir uns wirklich schon küssen wollten, also wo wir kurz davor waren, war ich derjenige, der dann in ihre Augen gesehen hat und gespürt hat, sie hat irgendwie Angst davon, einen Fehler zu begehen. Und dann habe ich das persönlich gelassen und da blieb es eben bei einer Umarmung. Ja, also ich bin der Letzte, der sie dazu was drängt. Ja, lass sie doch mal einfach ganz in Ruhe. Die ist in der Beziehung, Mensch. Ja, das war jetzt schon mehrere Male so. Dann passiert immer einen Monat gar nichts und dann kommt es doch irgendwie immer zum Kontakt. Wir führen dann immer stundenlang Gespräche und so weiter. Ja, aber ich könnte garantieren, dass du auch da der Führende bist. Dass ohne deine Massivität das auch dann nicht großartig zu Gesprächen käme. Ja, auch wenn du sie in der Diskothek siehst, man kann jemanden in der Diskothek sehen, man kann guten Tag sagen und das war's dann. Man kann aber auch sich dann auf jemanden zubewegen und sich mit dem unterhalten und wieder den Funken zum Flammen bringen. Ja eben, und das will ich ja auch. Also ich will sie ja auf jeden Fall haben. Ja, aber lass ich merke auch, dass da Moment. Ja. Aber das Mädchen ist in einer Beziehung. Und du versuchst sie da irgendwie rauszuzerren. Du weißt doch überhaupt gar nicht, was mit den beiden los ist. Vielleicht sind die ja glücklich. Nee, nicht wirklich. Weißt du das? Ja, so ungefähr kann ich mir das schon vorstellen, wie es läuft. Ja, weil, also sie waren glücklich, aber irgendwie, sie sagt mir dann auch immer, dass wenn sie bei ihm ist, kann sie nur an mich denken und wenn sie dann mit mir zusammen ist, hat sie aber auch Angst, wieder einen Fehler zu machen oder ihren Freund zu verletzen. Aha. Das ist eben dieser Zwiespalt, aus dem ich sie gerne rausholen will, aber sie ist dann eben auch noch nicht so weit, einfach zu sagen, egal, das mit dir ist jetzt so schön, ich kann alles andere vergessen dabei. Aber mit dir war doch noch überhaupt gar nichts. Mit dir war es so schön, mit dir ist es so schön, da ist doch überhaupt gar nichts gelaufen bisher. Na, jetzt sexuell noch nicht. Nee, auch so nicht, ja, wie du es gerade geschildert hast. Ihr habt doch noch gar nicht mal was so unternommen miteinander. Ja doch, 2-3 Mal waren wir schon zusammen. 2-3 Mal. Essen und haben uns ewig lang umarmt und so weiter. Ja, aber das ist doch alles. Wie lange ist sie mit ihrem Freund zusammen? Ein halbes Jahr. Ja. Also auch noch. Also Andreas, da wäre mein Ratschlag, lass mal erstmal die Finger davon. Lass das Mädchen in Ruhe, die ist auch noch so jung. Wenn die sich wirklich in deine Richtung entwickelt, dann wird die das schon irgendwann für sich entscheiden und dir auch noch klarer signalisieren. Bagger da nicht ständig dran rum. Ja, wenn ich nichts mache, verdrängt sie mich immer wieder. Das ist eben das Problem. Ja, du sagst, sie verdrängt dich. Ich sage, die will vielleicht gar nicht richtig was von dir. Ja, sie lässt sich verdrängen von ihrem Freund. Sagst du von außen. Du blickst auch durch und bist dabei, wie das da abläuft zwischen den beiden. Ja, ich weiß, ich habe das schon mehrmals mitbekommen. Ja, das möchtest du, dass es so ist, weil es in deinem Sinne wäre. Also ich würde an der Stelle erstmal, außerdem ist es ja viel schöner, wenn jemand freiwillig kommt, Andreas. Ja, klar. Ich will sie auch nicht zu zwingen. Ich kann sie jetzt nicht zwingen. Lass sie einfach mal eine ganze Weile, noch mal ein paar Monate in Ruhe. Wenn die da Feuer gefangen hat bei dir, wird sich das Ganze fügen, bin ich sicher. Ja, aber wie du sagst, bisher war ja noch nicht so viel. Und ich bin eben drauf und dran, dass wir jetzt wirklich mal zusammenkommen und sie dann alles andere vergessen kann. Ja, aber du willst ja in eine Beziehung... spielt das keine Rolle mehr, dass ihr Freund da noch ist und... Ja, aber du willst ja in eine Beziehung reinknallen und die wegsprengen. Was willst du? Nee, das will ich nicht. Ich will einfach nur sie haben. Ja gut, so kann man es auch nennen, ja. Naja, aber... Wenn dann einfach mal Gefühle da sind, die stärker sind, dann kann man die nicht einfach wegschließen, weil man sagt, ja, ich habe Angst, den anderen zu verletzen oder so. Es geht nicht darum, sie sich doch selbst am meisten über die Dauer hinweg. Es geht nicht darum, dass du Angst hast, jemand anderen zu verletzen. Es geht einfach darum, dass du die... Sie hat Angst, ihrem Freund weh zu tun. Das weißt du. Ach Andreas, das weißt du doch alles gar nicht. Du weißt doch gar nicht, was die dir in den wenigen Telefonaten, Gesprächen sagt und was da wiederum stimmt. Schalte mal einen Gang zurück und warte mal ganz einfach ab. Das ist das Klügste manchmal, was man tun kann in solchen Situationen. Was nutzt dir das denn, wenn du jetzt auf Biegen und Brechen das Mädel kriegst und die will dich letztendlich gar nicht und es wird doch unglücklich alles? Na, was ist dann? Ich habe aber schon den Eindruck, dass auch sie mit mir gerne zusammen sein will. Und ja, sie hat eben mal ein Problem, sich von ihrem Freund zu lösen. Das erkenne ich jedes Mal, auch wenn sie mir Nachrichten schreibt. Sie sagt dann zum Beispiel nicht, ja, ich liebe ihn über alles und ich kann ihn nicht verlassen, sondern sie schreibt dann, ich habe gemerkt, dass mich keiner mehr liebt als er und muss das zu schätzen wissen. Deswegen muss ich mit ihm zusammenbleiben. Also ich habe immer den Eindruck, sie ist mit ihm zusammen, weil sie ihr Freund ist. Und nicht, pass mal auf, dann signalisiere. Hast du ihr schon gesagt, dass du sie gerne hast und du möchtest gerne mit ihr zusammen sein? Ja, freilich. So, dann sag ihr das noch einmal. Und sagt, sie soll es entscheiden.
Du würdest dich jetzt erstmal zurückziehen und wenn, dann soll sie etwas unternehmen. Und dann machst du gar nichts mehr. Und dann ist es, was dann herauskommt, wird der ehrliche Weg sein. Und du meinst, ich sollte mich dann auch nicht mehr nach einer Zeit melden? Also ich muss dann warten, bis sie wiederkommt. So würde ich es machen. Das ist die saubere und ganz korrekte Art und Weise. Und wenn sie dann kommt, dann ist es wirklich ganz ehrlich und es hat eine gute Grundlage. Ach, ich würde so gerne um sie kämpfen, verstehst du? Ach, dieses Wort kämpfen, was heißt das immer? Da macht man oft so viel kaputt und macht verbiegt Dinge, was man nicht tun sollte. Das ist mein Rat an dich, Andreas. Wie bitte? Das ist mein Rat an dich. Ja, gefällt ja nicht so, das weiß ich. Ja, merke, höre ich schon. Wirklich, also. Ich glaube, es ist das Klügere. Alles Gute. Könnte ich vielleicht noch ein Autogramm von dir haben? Gerne, dann leg du auf und rufen wir dich an wegen deiner Anschrift, okay? Alles klar, dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hier ist Mike, 34 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Mike, und da ist auch noch Nicole bei dir, ne? Ja, genau, das ist richtig. Um was geht's denn bei dir oder bei euch? Und zwar, wir haben ein Problem. Wir haben uns beide kennengelernt in der Therapie damals. Also letztes Jahr, Anfang letztes Jahr. Ich bin direkt aus dem Knast dahin gekommen und bin 14 Jahre heroinabhängig und meine Freundin auch so ungefähr. Und wir haben die Therapie durchgezogen, haben keinen Rückfall gebaut, gar nichts. Also was war das jetzt für eine Therapie? War das eine Entzugstherapie oder eine Drogentherapie oder was? Eine Drogentherapie, ja. Und muss sagen, wir haben uns echt viel wieder aufgebaut nach der Therapie. Ich habe eine Wohnung und habe Arbeit, alles. Meine Freundin ist dann schwanger geworden und im Dezember bin ich Papa geworden. Und ab Dezember läuft alles schief. Also ich bin seit Dezember bin ich rückfällig. Und seitdem du Vater bist du rückfällig? Seitdem ich Vater bin und meine Freundin auch. Und deine Freundin auch? Ja. Das heißt, ihr nehmt beide wieder Heroin jetzt? Ja, sind beide wieder drauf. Und obwohl das Kind da ist? Obwohl das Kind da ist und... Erklär mir das. Versuch mir das zu erklären, Mike. Wenn ich das könnte, ne? Versuch es mir irgendwie zu erklären. Kann ich nicht, ehrlich nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß nicht, habe ich keine Erklärung für. Ja, ich weiß nur... Es fing mit dir an. Ja, du weißt nur, sag. Ja, es fing mit mir an. Nicole überhaupt nicht, ne? Die hat gar nichts genommen. Und Nicole kommt nicht aus dem Ort, wo ich wegkomme. Das ist die einzige Erklärung, die ich habe, dass ich in mein altes Umfeld zurückgegangen bin. Weißt du? Nee, verstehe nicht. Ihr seid ein Paar, ihr habt ein Kind und wohnt. Und wieso bist du dann in dein altes Umfeld wieder? Seid ihr umgezogen, oder? Ich bin wieder zurückgegangen nach Hause, wo ich früher auch gewohnt habe. Wer, du oder sie auch? Ich und sie. Ja, also ihr seid umgezogen in den Ort, wo du früher gewohnt hast. Ja, und da kannte ich natürlich die ganzen Leute, die alle drauf sind. Ja, warum seid ihr da hingezogen? Weil nicht. Ich wollte damals nicht hier weg irgendwie und habe gedacht, dass ich das hier wohl schaffe, ne? Aber ihr wart doch vorher schon weg gewesen, ne? Wir waren vorher in Bochum. Und so, dann bist du jetzt wieder in ein altes Umfeld gekommen. Und wie lange hat es dann gedauert, bis Nicole wieder rückfällig wurde? Ja, Nicole hat nach der Schwangerschaft erst, ne? Nach der Schwangerschaft erst. Ja, ich meine, wie viel Zeit lag dazwischen, als du das erste Mal wieder rückfällig wurdest und dann sie? Wie lange hat das gedauert, Nicole? Das ist das erste Mal wieder 9 Monate. Ja. Gib mir mal die Nicole, Mike. Wir reden gleich weiter. Ja, okay. Ich will nicht so gerne, aber ich gebe sie dir mal. Ja. Hi, Domian. Hi, Nicole. Du willst nicht so gerne mit mir reden? Nee, nicht so gerne, aber ist okay. Wir können ja mal versuchen. Wenn du keinen Bock mehr hast, dann sagst du einfach, hören wir auf. Ja, klar. Ich habe gerade ja die Geschichte schon so grob erzählt bekommen von Mike. Erst hörte sich das ja gut an, beide erfolgreiche Therapie gemacht. Ja. Wie lange warst du drauf früher? Auch 14 Jahre. 14 Jahre, ist ja eine verdammt lange Zeit. Ja. Und da bist du durch manche Höllen gegangen. Auf jeden Fall, ja. Und die Therapie war auch kein Zuckerschlecken. Nee, aber es war gut zu schaffen irgendwie, weiß ich nicht. Ich hatte da den Willen. Ja. Es klappte alles, ich war, weiß ich nicht. Und war dann sicher auch ein tolles Erfolgserlebnis, ne? Ja, natürlich. Als du es dann geschafft hast. Ja, klar. So, und dann kommt ihr beide zusammen, was ja auch toll ist, dass ihr euch gefunden habt. Und dann wirst du schwanger. Ja. Was ja auch eigentlich so eine Fortsetzung des Glücks ist, sage ich mal. Ja, eben, war geplant alles, weil das alles so toll lief, war alles so super, ne? Jetzt erklär du mir, Mai kann das nicht erklären. Wie du dir erklärst, dass ihr beide, oder bezogen jetzt auf dich erstmal, wieder rückfällig geworden seid oder bist? Also ich
denke auch mal, was Mike gerade schon sagte, dass der erste Grund wahrscheinlich ist, ich bin aus meinem Umfeld weg, um das weiter zu schaffen, ne? Mhm. Und bin aber dann mit Mike zusammen in sein altes Umfeld zurück. Mhm. Und er hat natürlich immer mal, wenn er in der Stadt war, Leute getroffen, mhm. ist aber erst am Anfang immer noch so stark geblieben. Mhm. Und dann ist er als erste Mal dann breit nach Hause gekommen. Ja, und somit wurde das dann immer öfter und häufiger. Und dass ich dann nach 14 Jahren drogenabhängig dann auch nicht stark sein kann an seiner Seite. Na? Mhm. Das heißt, irgendwann nach ein paar Monaten, so wie Mike das gerade erzählt hat, mhm. bist du dann auch umgekippt. Ja, eben. So, das habt und ihr vielleicht auch, weil alles vielleicht auch zu gut lief. Ich weiß es nicht, dass man sich so sicher war. Mhm. Keine Ahnung. Motiviert dich denn die Verantwortung für dein Kind nicht? Doch, auf jeden Fall. Weil ich habe schon ein Kind. Du hast schon ein Kind? Ja. Mhm. Wo ist das? Ist das bei euch? Den habe ich damals abgegeben, weil ich eben selber mit mir nicht klarkam. Mhm. Bin dann selber zum Jugendamt, habe um Hilfe gebeten. Und dem habe ich dann ins Heim gegeben. Mhm. Was und, ja schon sehr schlimm ist, ne? Ja, auf jeden Fall habe ich auch lange mit zu kämpfen gehabt, eine Therapie, auch viele Gespräche darüber geführt, weil ich halt immer noch heftige mhm. Schuldgefühle habe deswegen. So, aber jetzt der Kleine oder die mhm. Kleine? Der. Der Kleine ist jetzt noch bei euch, ne? Ja, klar. So, Nicole, du weißt ja, was mhm. dir droht, wenn, ja. wenn ihr jetzt nicht die Notbremse zieht. Natürlich, und das will ich auf gar keinen Fall, weil dann, ich auch nicht will, dass der Kleine das mitmacht, was mein erster Sohn so. Alles mitgemacht hat, ne? Dann ist alles, was ihr euch aufgebaut habt, wo ihr euch drum bemüht habt, geht den Bach runter. Alles ja. geht den Bach. Hat der Mike ja. eigentlich im Moment noch Arbeit? Der hat Arbeit, aber kann halt wegen seiner Hepatitis, die ist jetzt ausgebrochen. Mhm. Und da kann er halt in seinen Job nicht mehr zurück. Ne? Ist jetzt im Moment noch im Krankfeiern. Mhm. Hat in der großen Bäckerei gearbeitet, aber ja. da ist natürlich da nichts mehr zu machen mit Hepatitis. Ne? Also für mich schrillen jetzt alle Alarmglocken, wenn ich das höre, was ihr da erzählt. Mhm. Wenn ihr jetzt nicht stark, und ihr habt ja, ihr wart ja schon stark, ihr könnt das ja. ja ne? Und das war auch so schön, weil ja. darum will ich ja wieder zurück, weil das war, so. Endlich lebst du mal wieder. Ne? Was könnte jetzt passieren, Nicole, was euch hilft? Puh. Ich bräuchte eigentlich wieder einen gewissen Abstand dazu, weißt du, wo ich in Therapie war, oder ich war ja auch im Knast eine Zeit lang. Wozu Abstand? Zu der Droge. Mhm. Dass man wieder. Schaffst du das alleine? Bitte? Schaffst du das alleine? Schafft ihr das alleine? Glaube ich nicht, dann macht man sich eins vor. So, was kann man tun? Ihr braucht Hilfe? Ja, wir waren schon am Überlegen, erstmal Drogenberatung aufsuchen, mhm. weil da hatten wir vorher regelmäßige Gespräche, wo es uns gut ging. Mhm. Und da gehen wir jetzt auch gar nicht mehr hin. Mhm. Na, und das ist natürlich auch nicht so auch nicht gut. Jetzt finde ich aber schon mal gut, dass ihr hier angerufen habt. Mhm. Das heißt, das zeigt mir, dass ihr euch jetzt nicht völlig hängen lassen wollt. Nee, auf gar keinen Fall. Ich will das nicht alles wegschmeißen, was wir uns aufgebaut haben. Du bist zum zweiten Mal unter Umständen verantwortlich dafür, dass ein Kind in ein Heim kommt mhm. oder wo auch immer hin. Mhm. Wenn du jetzt nicht handelst, Nicole, du bist eine erwachsene Frau. Du hast ja. schon ziemlich viel durchgemacht und hast auch schon viel geschafft. Mhm. Und dieses, verdammt nochmal, schaffst du jetzt auch nochmal. Das schaffst du für ja. dich und das schaffst du für dein Kind. Das denke ich auch, das habe ich zu Mike auch gesagt. Und du? Hab ich schon mal geschafft und ja, und ihr müsst jetzt euch Hilfe suchen, ihr müsst euch jetzt Hilfe holen. Aber ganz, ganz, ganz schnell. Ja. Ja. Jetzt kann man vielleicht noch was retten und was stoppen. Eben, weil jetzt ist die Zeit auch nicht so lang, dass man wieder rückfällig ist. Wenn es erst mal wieder ein, zwei Jahre läuft, genau, dann genau. schafft man es nicht mehr. Ne? Du bist... Dein Leben lang wirst du dir Schuldgefühle machen, Nicole. Ja. Wenn du diese super Chance, die da jetzt noch da ist, die ist ja noch nicht kaputt, wenn du die wirklich den Bach runtergehen lässt. Also es gibt gar nichts weiter zu reden, als zu sagen, so schnell wie möglich, so schnell wie möglich. Guck dir dein kleines Kind an, guck dir mir in die Augen. Und, das tut mir dann schon leid, das kannst du nicht glauben. Ja, das glaube ich. Tu das für das Kind. Ja. Und sei auch ein Vorbild für das Kind. Das Kind wird irgendwann mal älter. Ja, klar. Ne? Ja. Denn wenn sonst heißt das alles, ihr lasst euch völlig hängen und gehen und dann seid ihr irgendwann in der Gosse und könnt euch völlig abschreiben. Das ja, und da habe ich auch keinen Bock drauf. Das habe ich jahrelang mitgemacht. Ich war ganz unten, ich war so weit unten. Eben, muss ich dir gar nicht erzählen, das weißt du selbst. Da will ich auch nicht wieder hin, ne? Weil ich eben heute das gute Leben kennengelernt habe, wie es ohne ist, ne? Ja. Meinst du, dass Mike mitzieht? Doch, denke ich doch, weil der möchte mich ja auch nicht verlieren. Und entweder machen wir das beide, auf jeden Fall. So, jetzt Nicole. Also wir sind uns einig, ne? Ja. So schnell handeln, so schnell jetzt Hilfe suchen, so schnell es geht. Dann gib mir bitte den Mike nochmal.
Mach ich. Schön, mit dir gesprochen zu haben und alles Gute wünsche ich dir. Alles klar, Domian. Tschüss, ich danke tschüss, dir. Nicole. Ich gebe dir nochmal Gutes. Ja? Wir haben gerade einen Entschluss gefasst, Mike. Ja? Ja. Ich glaube, dass es jetzt noch eine Chance gibt, dass ihr beide noch die Notbremse ziehen könnt. Ja, ich hoffe nur unbedingt. Ja. Und das müsst ihr und du, das musst du für dich tun, aber vor allen Dingen musst du es für dein Kind tun. Ja, sonst ist das Kind weg von euch. Mhm. Und du machst dir dein Leben lang Vorwürfe und trägst die Schuld, Mike. Ja. Ich habe zu Nicole gerade schon gesagt, ihr habt ja schon so viel geschafft und habt euch aus der Gosse hochgerappelt. Aufgerappelt. Ja, das würde jetzt, ja. Gerade jetzt läuft alles. Ja, aber Mike, das heißt ja, dass ihr das könnt. Das ist ja eine tolle Sache. Mhm. Was blöde ist, ich habe damals, als ich aus dem Knast kam, hat die LDL hat eine Therapie für mich gezahlt, ne? Mhm. Und die zahlt keiner mehr, ne? Mhm. Also ich krieg keine Therapie mehr genehmigt. Mhm. Okay. Total blöd, ne? Das weiß ich jetzt, kann ich jetzt nicht weiter kommentieren. Ich weiß nur, dass ihr so schnell wie möglich zu einer Drogenberatung geht. Mhm. Ja, So schnell wie möglich. Und dann alles weitere besprecht, vielleicht sogar auch wieder weggehen aus deinem Umfeld da. Damit das Leben wieder so gerichtet wird, dass ihr eine normale Familie seid und normal leben könnt. Du bist nicht nur verantwortlich für dich, du bist verantwortlich für das Kind, Mike. Ja, das ist mir schon klar. Hm? Darum will ich auch unbedingt was tun. Ne? So, und das ist ein gutes Schlusswort. Und das macht ihr bitte auch. Okay. Alles Gute euch beiden, euch dreien. Ja, okay. Tschüss, Mike. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.31 Uhr, jetzt machen wir eine kleine Pause. Hier ist Radio 1 live mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Eine freie Themennacht haben wir. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft ganz einfach an unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Unser Thema am Mittwoch übrigens heißt Tiere. Ich möchte gerne mit euch über alle möglichen und unmöglichen Geschichten über Tiere reden. Was ihr das alles erlebt habt, was euch schon vorgekommen ist. Alles rund um das Thema Tiere. Jetzt bin ich verbunden mit Rainer und Rainer ist 32. Hallo Rainer. Ja, hallo Domian. Hallo Rainer. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, dir auch. Um was geht's bei dir? Ich habe ein Problem und zwar, ich lebe in einer Beziehung. Ja. Aus dieser Beziehung entsteht ein Kind in Kürze. Ja. Habe Ende letzten Jahres eine andere Frau kennengelernt. Wie lange läuft die Beziehung schon? Die läuft jetzt schon über 4 Jahre. 4 Jahre. Mhm. Ja. Ich habe eine andere Frau kennengelernt, ja. Ja. Wir haben uns angefreundet. Meine Partnerin kennt diese Frau auch. Ich habe mit dieser Frau aus Lust und Laune, habe ich mit ihr geschlafen. Mhm. Aus die, das auch öfters. Daraus ist mehr entstanden, mehr Gefühle. Mhm. Das Problem ist, diese zweite Frau bekommt auch ein Kind von mir. Oh je, so schnell. Ja, ist leider passiert. Ich erinnere mich richtig, die Frau hast du kennengelernt vor Weihnachten. Ja, richtig. Mhm. Richtig. Und schon mal was von Verhütung gehört? Da haben wir an diesem Abend, wo das passiert ist, das war so Knallauffall. Seid ihr da ist man einfach nicht zugekommen. Ach so. Kann ich mich einfach für in den Arsch treten. Ach so, ihr seid so 14 ungefähr. Bitte? Ihr seid so ungefähr 14. Ja, vom Gedanken her waren wir da 14, ja. Da kann das schon mal passieren.
Ja, klar. Könnte man sich auch im Nachhinein für in den Arsch treten. So, jetzt ist die Frau schwanger und deine Hauptfreundin, nenne ich sie mal so, die ist auch schwanger. Die ist auch schwanger, ja, richtig. Und da wird es dann bald auch soweit sein? Richtig, ja. Ich gehe natürlich auch davon aus, dass deine Hauptfreundin von all dem nichts weiß. Richtig. Und aber dennoch ist die Geliebte deiner Freundin bekannt. Ja, die kennen sich, ja, richtig. Mhm. Das Problem ist, diese Geliebte, die weiß natürlich von meiner Freundin, dass die schwanger ist. Dadurch, es hat sich mehr entwickelt an Gefühlen. Mhm. Also ist das jetzt wirklich eine also du bist schon auch etwas verliebt in diese neue Frau? Ja. Es ist nicht nur Sex. Und genau, richtig, das hat sich so entwickelt. Und zwar, wir haben auch so schon drüber gesprochen, ob ich mich von meiner jetzigen Partnerin trenne. Oh. Mit ihr zusammen wegziehe, weil sie eh wegziehen wollte, ja, zu ihren Eltern. Ja. In die Heimat, wo ihre Eltern herkommen. Aha. Sie ist jetzt weggezogen. Ich war jetzt auch bereit, mich von meiner Partnerin zu trennen. Sie weiß das aber noch nicht. Nur jetzt blockt die zweite Frau blockt jetzt absolut ab. Das heißt, die will gar nicht, dass du dich trennst? Ich weiß momentan nicht, wo ich dran bin, weil bis kurz bevor die umgezogen ist... Wie viele Kilometer wohnt die jetzt weg von dir? Über 400. 400, ja. Bis dahin, bis kurz vorher wollte sie alles noch? Sie wollte mit dir zusammen sein? Ja, sie wollte dann in die Richtung von ihren Eltern ziehen und ich sollte mir da eine kleine Wohnung suchen und wir wollten dann gucken, ob wir zueinander finden. Sie hat schon Kinder. Ja, und jetzt ist sie plötzlich ganz distanziert und... Irgendwie distanziert, hat auch diese Beziehung kurz vorm Umzug beendet, erstmal. Aha. Sagt zu mir, sie wüsste nicht jetzt, ob sie das überhaupt noch wollte. Ja, und ich weiß jetzt nicht, wo ich dran bin. Schlimm ist ja, finde ich, dass du quasi deine Freundin schon verraten hast, deine Hauptfreundin, indem du innerlich die Entscheidung getroffen hast oder sogar der neuen Freundin angeboten hast, ich trenne mich von der. Ja, ich... Das heißt, da können ja nicht mehr so doll die Gefühle am Leben sein. Nee. Es ist auch so, dass ich mich bei der jetzigen, also bei meiner Partnerin, sage ich mal in Anführungsstrichen noch, da kann ich auch nicht mehr so recht in die Augen schauen. Aus welchem Gewissen? Absolut. Ja. Ist jetzt halt nur um des Kindes willen. Hm. Bevor diese neue auftauchte, lief da denn die Beziehung noch ganz gut oder auch nicht mehr so doll? Auf und ab. Und war die Schwangerschaft irgendwie sollte das so ein Notpfropfen sein, um nochmal so... Nee, gar nicht. Wir wollten Kinder und hatten gar nicht mehr daran geglaubt, dass es funktioniert. Ja. Und auf einmal ist es dann halt doch passiert. Ja, das war da aber gar nicht dann so geplant. Wenn man es überhaupt nicht plant in der Beziehung, denke ich mal, tut man was dagegen. Aber hat man einfach nicht mehr mit gerechnet. Ja, manche Leute haben ja die Illusion, dass die Beziehung dann wieder besser wird, wenn ein Kind da ist. So war das bei nicht bei euch. Nee, gar nicht. Nein, gar nicht. So, jetzt stehst du ja eigentlich vor einem Scherbenhaufen, ne? Ja, ganz gewaltig. Mit deiner Hauptbeziehung, das ist ja irgendwie kaputt. Irgendwie kaputt. Ja, ja. Die neue will dich nicht. Ob sie mich will oder nicht, weiß ich nicht momentan. Willst du sie denn? Ich will sie, ja. Du willst sie, ja. Aber auf jeden Fall ist da auch eine starke Irritation da. Ja. Es kann natürlich unter Umständen jetzt sein, dass du beide Frauen verlierst. Oder eben nicht, ja, dass du alleine stehst. Ja, richtig. Jetzt ist aber erstmal die Frage, wie du dein Leben aufräumst. Das ist eine gute Frage. Ja, das ist im Prinzip mein Untergang. Naja, so schnell geht man nicht unter. So schnell geht man nicht unter. Es ist alles nur eine sehr, sehr, sehr missliche Situation, in der du steckst. Die allererste Frage ist jetzt, wie verhältst du dich jetzt möglichst schnell, korrekt deiner Hauptfreundin gegenüber? Vor allen Dingen wann kommt das Kind? Innerhalb der nächsten 2 Wochen. Ja gut, dann würde ich jetzt vorher erstmal den Mund halten. Hatte ich eh vorher. Ja, würde sie dann nicht noch belasten. Aber dann, irgendwann, nach ein paar Wochen, wenn alles über die Bühne gegangen ist. Müsste ich reinen Tisch machen. Ja, musst du machen. Das ist mir schon bewusst. Hast du denn... gibt es auch solche Überlegungen bei dir, dass du denkst, naja, wenn die Neue mich jetzt nicht will, gehe ich vielleicht doch wieder zurück zu der Alten und sagt ihr gar nichts?
Das ist denn nur des Kindes willen. Nicht wegen weil ihr? Wegen ihr nicht. Nein. Mhm. Weil was ich im Hinterkopf habe, ist Existenzangst. Existenzangst? Hm? Verstehe ich nicht. Wenn du des Kindes wegen zu ihr gehst, dann ist dahinter Existenzangst? Wenn ich gehe, alleine. Ja, achso. Ich bin kein Mensch, der alleine leben kann. Mhm. Aber eine klare Aussage steckt ja dahinter, was du gerade gesagt hast. Eigentlich, wegen der Frau würde ich nicht wieder zu dir gehen, zu meiner alten Beziehung. Hast du so gesagt, ne? Wenn das Kind nicht wäre, sag ich mal so, ich würde nur wegen dem Kind bei ihr bleiben. Ja, also nicht wegen der Frau. Nein, wegen der Frau nicht. Hinzu kommt noch, dass du auch Existenzängste hast, wenn du alleine bist. Ja, richtig. Ja. Auch finanziell auf sich gesehen. Ach, finanziell auch noch? Ja, klar, sicher, weil für zwei Kinder Alimente bezahlen. Mhm. Es war ja anfangs so, wie die zweite Frau erfahren hat, dass sie schwanger ist. Mhm. Da war noch nichts mit Gefühlen im Spiel. Mhm. Dann hat sie gesagt, pass mal auf, wir sind alle absolute Gegner gegen Abtreibung. Und dann hat sie gesagt, pass mal auf, ich bekomme das Kind. Ich ziehe es alleine groß. Ich will auch, damit deine eigentliche Beziehung keinen Schaden nimmt, werde ich nichts sagen. Will auch keine Alimente fordern. Aber das ist ja alles Schnee von gestern. Das ist Schnee von gestern. Mhm. Und ich habe durch Dritte erfahren, dass sie eventuell doch dann später, wenn das Kind zur Welt kommt, Alimente fordern möchte. Gut. Kein Mitleid, kein Bedauern? Nein, ich könnte mich selber in den Arsch treten. Hast du selbst zu verantworten als erwachsener Mann. Richtig. Lass uns weiter über deine alte Beziehung reden. Mhm. Du sagst, das, was du gerade gesagt hast, ist für mich eine ganz eindeutige Aussage gewesen, die nämlich dahin führt, dass du dich von dieser Frau trennen wirst müssen. Mhm. Ja, vom Gedanken her. Vom musst du. Gedanken, alles andere ist Lüge, ist Murkserei und nur wegen des Kindes, das hält dann auch wieder nur eine Weile und das ist nie eine gute Begründung, das zu machen. Niemals. Mhm. So, wenn du das geklärt hast, dann ist natürlich noch die Frage, wie du dich dann verhältst deiner neuen Freundin gegenüber. Da kannst du ja gar nicht so viel machen, sondern es wird ja in ihrer Entscheidung stehen, was sie von dir will und was sie mit dir will. Ja, was mich halt momentan wurmt, dass sie absolut abblockt. Wenn ich sag, pass auf, ich komme mal runter, oder wenn ich bei ihr in der Nähe bin, ich komme mal vorbei. Nicht jetzt halt wegen Freundschaft, weil das momentan ein Akta ist, klar, okay, kann ich verstehen, weil sie hat durch sie will sich bei ihren Eltern, wo sie wohnt, ein neues Leben aufbauen. Da will ich sie auch in Ruhe lassen, aber sie blockt absolut ab. Also Telefonate laufen so ab, die sind dann 2 Minuten, ich habe wenig Zeit. Klingt alles nicht gut, Rainer. Wenn die junge Dame schon nicht am Mund aufkriegt und klar sagt, was in ihr los ist, dann kann man das ja interpretieren. Und die Interpretation fällt nicht sehr günstig für dich aus. Das heißt, irgendwie will die dich nicht. Das ist, wir haben eine gemeinsame gute Freundin und wie sie da war, hat sie gesagt, sie wüsste nicht, was sie wollte, ob sie jetzt, wenn ich dann mit ihr zusammenziehe, also nicht zusammen in eine Wohnung ziehen und dann halt getrennte Wohnungen erstmal. Mhm. Dann sagt sie wieder, sie weiß gar nicht, ob sie es überhaupt noch will. Mhm. Na gut. Das ist immer so. Also irgendwann, finde ich, hast du das Recht, das von ihr auch zu verlangen, dass sie sagt, was sie will. Du kannst ja nicht jetzt rumzappeln und die nächsten Monate immer mal kurz anrufen und in der Hoffnung, dass die Dame dich vorlässt. Irgendwann muss die Dame mal sagen, was sie will, und wenn sie es nicht sagt, dann musst du die Konsequenz daraus ziehen. Aber du musst dich korrekt verhalten deiner Hauptfreundin gegenüber, das finde ich sehr viel wichtiger. Stehe ihr jetzt bei der Geburt, was jetzt alles vor euch liegt, und dann ahnt die schon irgendwas? Die ahnt etwas, das mit dieser Frau mehr ist, aber ich habe es bisher abgestritten. Ich habe zwar ihr gesagt, pass auf, da ist mehr als nur, sag ich mal, so eine Larifari-Freundschaft zwischen Mann und Frau. Mhm. Da ist vom Gefühl her ist da schon mehr. Sie weiß auch, dass ich sie unheimlich vermisse. Mhm. Weiß sie denn auch, dass du sie nicht mehr so oder gar nicht mehr liebst? Nee. Ja. Gar also. Nicht mehr lieben. Ich
weiß einfach nicht, wo ich dran bin. Momentan ist das von den Gefühlen her irgendwie alles so ein Haufen. Mhm. Und ich kriege die nicht sortiert. Mhm. Ja, Rainer, da musst du jetzt durch. Da sind schlimme Entwicklungen, haben sich da abgezeichnet bei dir. Und mache rein Schiff, klar Schiff, wenn die Frau das Kind bekommen hat. Also ist auch ich sehe von der einen Frau auch gar nichts mehr aus. Ein anderer Bekannter, mit dem ich darüber gesprochen habe, der sagte auch zu mir, pass auf, du bist reingefallen. Sagt er, die hat ja da alles nur vorgespielt. Mhm. Sagt er, um halt dann weiterhin nicht mehr arbeiten zu müssen, um dann halt doch dann, wenn ein anderes Kind da ist, Alimente zu kassieren. Vielleicht. Müsste ich jetzt darüber zu diskutieren, zu spekulieren. Kann natürlich sein, aufgrund dessen, was du gesagt hast. Also Rainer, mehr kann ich dir nicht sagen. Mhm. Ja, also, die Geburt abwarten wollte ich und dann gucken, wie sich das entwickelt. So, in Existenzangst, da musst du dann auch durch. Das ist alles jetzt sehr kompliziert und sehr schwierig, aber du musst es machen. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss, Rainer. Okay, tschüss, Domian. 0800 220 5050 Siegfried 51, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Siegfried, was ist dein Thema? Ich möchte gerne eine Frau sein, auch die Operation alles haben. Ja. Und ich bin 51 Jahre. Ja. Und seit meinem 5., 6. Lebensjahr, wo ich erst mal ein Mädchen nackt gesehen habe, ja, habe ich den Gedanken gehabt und auch das Gefühl gehabt, dass ich eine Frau sein möchte. Ja. Und dann, ich habe meine Eltern hat damals mal gesagt und dann habe ich, hat meine Mutter da nur so abfällig drüber gesprochen und dann habe ich das eine Zeit verdrängt. Dann habe ich als 10-Jähriger Spritzen gekriegt, Hormonspritzen. Ja. Und da bin ich, wer weiß wie, in der Breite gegangen. Und dann habe ich, später bin ich zur Post gegangen, habe ich als Briefträger angefangen. Mhm. Und dann habe ich, weil ich in den Beruf sehr aufgegangen bin, habe ich, solange ich da tätig war, habe ich das quasi verdrängt. Nur nachts habe ich mir quasi, dann habe ich mir das vorgestellt, nachts, dass ich eine Frau sein könnte und möchte. Mhm. Also du würdest sagen, dass du ein transsexueller Mensch bist? Ja. Dass du, du hast das Gefühl, in dem falschen Körper zu sein? Ja. 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 Und das all die Jahrzehnte? Ja. Hast du in diesen Jahrzehnten mal eine Beziehung gehabt? Einmal habe ich versucht, mit einer Frau eine Beziehung aufzubauen. Es ist zu nichts gekommen. Ja, das heißt... Die hat mich nur ausgelacht, weil ich auch ein zu kleines Geschlecht habe. Aha. Also deine Sehnsucht wäre im Prinzip eine Beziehung zu einem Mann, aber als Frau. Ja. Ja. Mhm. Der mich quasi auch als Frau akzeptiert in Frauenkleider und so weiter. Praktizierst du das denn so für dich alleine, dass du dich anziehst als Frau? Ja. Das heißt, du kaufst dir die Sachen und hast auch entsprechend was im Kleiderschrank? Nein, das ist ja das Problem, weil ich für meine Körpergröße kriege ich nicht richtig die Sachen. Welche Größe hast du denn? Ja. Wie schwer bist du? Ich habe einen Umfang von über 150 Zentimeter. Oh, wie viel Kilo sind das? Ich hatte mal fast 200 Kilo. Oh, das ist natürlich eine ganze Menge. Dann bist du Frührentner? Ich bin Frührentner, ja. Mhm. Hast du dich denn mit diesem Thema Transsexualität schon eingehender beschäftigt, was das auch alles bedeutet, sich irgendwann operieren zu lassen? Das ist ja alles nicht so einfach getan. Ja, soweit ich habe das alles, was man so durch die Öffentlichkeit kriegen kann, habe ich gemacht. Mhm. Und was über Fernsehen und so weiter ist, das habe ich gemacht, aber ich habe so noch keinen Arzt und nichts aufgesucht. Mhm. Weil da gibt es ja viele Schritte, die man gehen muss und viele Phasen, die man durchlaufen muss, bis es dann soweit wäre. Das heißt, du bist eigentlich so unglücklich mit deiner Situation, dass du dann selbst so einen großen chirurgischen Eingriff würdest wollen. Ja, ja. Mhm. Ich habe zwar Kontakte zu Männern aufgebaut, mhm, und, aber weil ich durch das große Körpergewicht scheitert das immer. Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man in deiner Situation ist, dass du eigentlich so jetzt als Mann gar keinen sexuellen Kontakt mit einem Mann haben möchtest. Kann das sein? Ich habe das Gefühl, wenn ich gefixt werde, ja. Das sagen wir mal nicht so. Ja, also wenn du Geschlechtsverkehr mit einem Mann hast. Wenn ich Geschlechtsverkehr mit einem Mann habe, das gefällt mir sehr. Mhm.
So, jetzt ist deine Situation ja wirklich sehr traurig. Du leidest unter deinem Übergewicht, du hast das Gefühl, im falschen Körper zu sein, du lebst vermutlich auch sehr einsam, vermute ich, oder? Ja. Weil ich ein bisschen nebenbei noch was machen, droppen ein bisschen, dass ich überhaupt unter Menschen noch komme. So, jetzt fände ich den allerersten Schritt, dass du Kontakt bekommen solltest zu einer Selbsthilfegruppe von transsexuellen Menschen. Ja. Das fände ich den allerersten Schritt, bevor dann Psychologen, Therapeuten und Ärzte und bevor so all sowas läuft. Ja. Da würden wir dir gerne behilflich sein. Das wäre gut. Das heißt, du legst gleich auf, wir rufen dich, mein Psychologe ruft dich zurück und wird dir die entsprechende Telefonnummer von einer solchen Selbsthilfegruppe geben. Dann nimmst du da Kontakt auf. Da bist du schon mal unter Gleichgesinnten und die dir auch dann alles Weitere erklären können und dir behilflich sein können dabei. Ja. Machen wir es so? Ja. Gut, Sigrid, dann legst du auf und wir rufen dich zurück. Ja, alles klar. Alles Gute. Ja. Tschüss. Tschüss. Patrick, 24, guten Morgen. Hi. Hi. Na? Na? Um was geht's bei dir? Um Autoraser, Autobahnraser. Ja. Gutes also, Thema. Ja, ist ja auch gerade nochmal aktuell durch Turbo Rolf. Durch Turbo Rolf und durch diesen unsäglichen Film, den es gibt. Genau, ist auch mein Thema. Ja? Hast du den gesehen, den Film? Nee, ich selber nicht, aber ein guter Freund von mir war letzte Woche in dem Film. Ja. Und hat halt erzählt, dass bei jeder Crash-Szene die Leute abgegangen sind, gegrölt haben und hat mir dann halt auch gesagt, dass er sowas auch gerne mal machen würde, also richtig abrasen und also er wäre da auch vorsichtiger natürlich und bla bla bla. Ja. Also wir haben uns da richtig drüber gestritten. Ja. Wie denkst du denn überhaupt über das Rasen? Ja, ich finde es natürlich völlig bescheuert. Also ich habe bei diesem speziellen Fall mit Turbo Rolf mich einfach wahnsinnig drüber aufgeregt. Du glaubst, dass er schuldig ist? Ja, ich glaube schon. Mhm. Weil, also ich meine, ich habe das ein bisschen verfolgt, auch über das Internet und so. Es war ja wohl so, dass Kollegen von ihm sich ja auch teilweise sehr bedeckt gehalten haben. Ja. Dass das Ganze ein bisschen verdächtig gemacht hat wohl. Und andere haben ja wohl dann auch bestätigt, dass er ja gern mal aufs Gas drückt. Mhm. Und also ich finde es einfach, also diese Vorstellung, dass da einfach durch so eine Blödheit Menschen aus dem Leben reißt. Ja. Also eine junge Frau mit ihrem Kind, die irgendwie noch ein ganzes Leben vor sich hatte und wer weiß, was noch alles erlebt hätte, finde ich einfach, das macht mich unglaublich sauer. Was wäre denn deine Vorstellung, wie man auf deutschen Autobahnen höchstens fahren sollte? 120, 130? Ja, sehe ich auch so. Ich meine, wir sind doch jetzt nicht hier, haben wir es so eilig oder was ist los? Ja, wir haben es ja eilig in Deutschland. Ja. Mhm. Also ich frage mich manchmal, weißt du, dieser Film, dieser Kinofilm, da habe ich gestern noch mit einem Freund drüber gesprochen. Ja. Ich finde den moralisch so verwerflich, viel verwerflicher beispielsweise als diesen Dschungelquatsch da von RTL. Ja. Weil hier Menschen quasi animiert werden, durch einen solchen Film schnell zu rasen, es genauso zu machen wie in dem Film. Genau. Und letztendlich dann verantwortlich zeichnen, unter Umständen für Tod und oder für schlimmes Leid. Ja, absolut. Also ich meine, das ist ja, sieht man jetzt auch hier an meinem Kumpel, der ist da so leicht da irgendwie für sowas zu gewinnen, das hätte ich vorher selber nicht gedacht. Mhm. Und jetzt kommt er da an mit so Sprüchen wie, ja, das würde ich auch mal gerne ausprobieren mit meinen Kumpels und ich passe da auch auf, und da passiert schon nichts. Ja, so sagt man es. Leere Straßen, ja. Fährst du selbst Auto? Ich fahre auch Auto, ja. Du fährst Auto. Mhm. Fährst du gerne schnell Auto? Nee, also ich bin persönlich eher für normal, sag ich mal. Also ich fahre auch mal mehr als 130 auf Autobahnen, wenn ich ehrlich bin. Aber jetzt 150, 160 oder sowas. Weißt du, Patrick, ich bin da ganz zwiegespalten. Nee, ich bin nicht zwiegespalten. Ich habe da so zwei Seelen in meiner Brust. Ja. Ich fahre selbst natürlich Auto und ich fahre gerne auch sehr schnell Auto. Dennoch bin ich für diese radikale Geschwindigkeitsbegrenzung. Und ich bin auch für noch viel, viel, viel schärfere Kontrollen auf den Autobahnen. Ich glaube, da könnte unser Staat sehr viel Geld einnehmen, wenn an jeder Ecke ein Blitzgerät stehen würde. Das glaube ich auch. Ich bin auch einfach für härtere Strafen. Also die 18 Monate, die dieser Turbo Rolf bekommen hat,
ist einfach keine Abschreckung, finde ich. Ist auch, nein, weißt du, was ich auch unglaublich finde, dass der irgendwie dann nach einem Jahr dann noch seinen Führerschein schon wieder bekommt. Ja, genau. Nein, lebenslang müsste der Führerschein weg, das wäre richtig. Führerschein weg, genau. Ja. Patrick, die Sendung ist vorbei. Ja. Danke für dein Statement. Ja, gerne. Alles Gute. Dankeschön. Ja, bis tschüss. In der Technik war Malte E-Mails. Morgen sind wir wieder da. Morgen mit Fernsehen. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Macht's gut. Tschüss. Es ist 2 Uhr vom Rundfunk Berlin-Brandenburg, die Nachrichten. Haitis Präsident Aristide soll nach dem Willen der Opposition bis zum 18. März zurücktreten.